So, ich begrüße euch jetzt mal bei einem Video, bei einem Sturmvideo. Die Medien pauschen das ja hoch, als hier der Todessturm Hurricane Kirk in Deutschland, obwohl das ja eigentlich ein außertropisches Tief ist mit maximalen Böen zwischen 70 und 100 km/h, in exponierten Lagen praktisch die 100 km/h. Hier an meinem Wohnort, naja, haben wir so 70 bis 80 in Böen. Der Mittelwind wird vielleicht so um die 60 sein. Ich werde jetzt mal ein bisschen filmen hier in meinem Gelände, wo ich wohne, weil wir haben ja wie so einen kleinen Halt hinter die Häuser. So Richtung Weinberg dann hoch. Mal ein bisschen gucken hier, vielleicht haben wir ja mal Glück und wir treffen mal hier irgendwie ein Baum an, wo gerade ein Ast runterfliegt, aber na, hoffentlich nicht gerade auf mich drauf. Ja, müssen wir mal schauen. Also ist jetzt ja keine, es ist jetzt keine große Sache hier mit Sturm. Das sind ab und zu mal ein paar Windböen, die man hat. Müssen wir mal gucken. Lass mal ein bisschen rumlaufen jetzt hier und mal so mal hin und her schwenken praktisch. Ach so, heute ist ja der 10.10.2024, so spät werden wir es haben, ich denke mal so halb zwölf, um elf, halb zwölf, so gehe ich mal davon aus. Weil hier in dem Gelände sind ja von den letzten Stürmen, sind ja einige Bäume damals umgefallen, da lagen hier drinnen in diesem Kreis, weil das war ja mein Brunnen vor 60 Jahren oder so, da lagen hier drinnen Bäume rum, hier diese Rotbuche hier drüben, die hat es dann damals praktisch auch mit entschärft, die ist in der Mitte abgebrochen, die war ja bestimmt bei 50 Meter hoch, das habe ich dann bei Mütterheimen dann ordentlich knallen gehört, wo das Ding umgeflogen ist, dieser riesen Baum bei der sehr starken Sturmlage, ich glaube Frederike müsste das gewesen sein, 2018 irgendwann im Januar, wo die Rotbuche hier mal umgefallen ist, genau in der Mitte durchgebrochen. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt hier ein Tricks Dramatisches, aber ich filme das trotzdem mal in einem, ja, vielleicht mal eine halbe Stunde Video oder so. Ich werde aber jetzt immer ein bisschen was mit reden und dann schauen wir mal. Ja, hier. Hier knackt schon überall. Das, wie gesagt, das ist jetzt hier nichts Dramatisches oder so. Aber da die Bäume noch sehr, sehr belaubt sind, reichen 70, 80 km/h zu, um hier Bäume umzulegen. Also. Schöne große Rotbuche hier. Die ist ja hoch, also die ist ja echt hoch. Also ja, 50 Meter wird sie wohl sein. Maximal. Alles ganz human, ein stinknormaler Herbststurm und die Medien peitschen das hoch, der Todessturm Kirk verwüstet Deutschland mit was weiß ich wie viel Kilometer pro Stunde. Ja, das ist typisch dieses Clickbait, das nervt einfach bloß, wenn man sowas liest, aber solche Artikel, die scroll ich ja halt bis weiter. Also jetzt ist, also jetzt ist zum Beispiel gar nichts mehr an Sturm, aber ich werde mal dahinter mal in den Wald gehen, da kann man schön langlaufen. Mal gucken, ob sich da ein bisschen was tut. So, hier unten war ja mal diese Plattenbauschule. Die haben die vor 4 Wochen abgerissen, das habe ich teilweise gefilmt, werde ich auch mal irgendwann mal mit hochladen.
beziehungsweise dann mal veröffentlichen, weil der hab schon auf private Videos, weil ich die noch ein bisschen schneiden muss wegen den Sortierpausen. Nur mal vorab hier, ne? Also sind einige Videos, ich glaube 8 oder 10. So. Es ist einfach gar nichts hier, also hier tut sich nichts. Ja, können ja noch mal ein Stück hier vorlaufen oder so. Wie gesagt, ihr müsst euch das Video jetzt nie angucken hier groß. Könnt ihr euch durchscrollen. Oder ich laufe da mal hinten mal ein Stück mal den Weinberg hoch, das werde ich jetzt nämlich mal packen. Dann nehme ich euch jetzt mal ein Bild schnell. Da sind wir auch ein Stück höher. Und da kann man so ein bisschen von oben auf die Stadt gucken. Das ist eigentlich die Location, die zweite Location, wo ich ab und zu mal die Gewitter, wenn wir hier welche haben, immer mal gefilmt habe. Weil das ist bei mir nämlich da um die Ecke. Ich bin jetzt mal ein Stückchen gelaufen. Ich laufe jetzt da oben hoch. Mal gucken, ob man da ein bisschen ein paar Bäume hin und her schwanken sehen. Hier. Ja. Erstmal so ist eigentlich ein Quatschvideo, was ich jetzt gerade mache, weil es halt echt nicht so stark ist hier. Also bin schon wieder völlig geschafft, ey, von dem bisschen Hügel hier, ey. Ja, das ist vom Print her hat das jetzt irgendwie deutlich schon abgenommen. Obwohl eigentlich die stärksten Böen so 11 und 12 hier durchgehen hätten sollen. Laut Windböenkarte von Karemann.de. Ja, ich gehe mal hoch einen Stock davon aus, dass die 70 oder 80 km/h hier bei mir auf exponierten Lagen wohl stattfinden werden. Und da das halt hier im Elbtal jetzt alles gelegen ist, hier alles, wird ja wohl nicht so viel bei rumkommen, also naja gut, mal weiter gucken hier. Das ist der Wind hier ist völlig, der ist völlig harmlos, das ist nichts. Vielleicht eine 50 in Böen. Na, wenn ich sagen muss, in der Tag zum 10.10., also sprich zum Donnerstag, hatten wir aber auch ganz schön Wind gehabt. Da war das bei weitem mehr wie jetzt.
Ja, mal gucken, vielleicht kommt der Sturmwald ja erst noch rein. Also, das kann man ja eh nicht so genau nach Uhrzeit sagen. Also. So. Für diejenigen, die noch zuschauen, da unten. Wo man sehen kann, jetzt Ems, Dresden. Ja, die Landeshauptstadt Sachsen, Dresden. So, dann könnt ihr noch mal ein Stück hochgehen, dann kann ich euch das auch noch mal ein bisschen mehr zeigen, wenn wir schon eh mal hier mit der Kamera unterwegs sind. Schauen wir mal. Ist eigentlich schön hier oben. Weil von hier habe ich, also von praktisch hier habe ich auch schon dieses Jahr schon etliche Gewitter auch gefilmt. Das war eigentlich relativ gut hier oben. Ist beim Sattler die Ecke, 10 Minuten Fußweg. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das um 12 ist oder um 11 ist. Aber eigentlich bin ich um 11 vor uns los. Weil ich kann die Kirchturmuhr hier unten, also von da unten, nicht wirklich sehen. Ja, aber wie gesagt, was mit dem Sturm, das hat sich wohl jetzt erledigt auch. Ist praktisch windstill, wenn man so nimmt. Ja. Man kann aber richtig gut sehen, wie schnell eigentlich auch die Wolken ziehen. Also, ja, ein 850 Hektopascal ist schon ordentlich Saft. Also, da ist schon Autobahnniveau da oben. Also, für diejenigen, die sich jetzt fragen, 850 Hektopascal, das sind 1500 Meter, also 1500 Meter Höhe. Und da wir aber eine relativ tiefe Wolkenunterkante haben, naja, deswegen werden halt die Wolken ja auch ordentlich geschoben da oben. Also da oben ist schon ordentlich Autobahnmusik, also. Wieder so ein paar Windböen rein. Aber das hat bei Weiden ja nichts mit dem Hurricane zu tun, wie es die Medien immer so uns verkaufen wollen, mit so Kohle machen können, mit angeklickt, mit dann angeklickt wird, diese Beiträge. Naja, aber das ist gar nichts. Also, Hurricane ist aktuell in Florida, der Hurricane Hilton. Da hat er dort unten einiges an Zerstörung schon gebracht. Also, ja, da sind wir hier Lichtjahre entfernt. Also.
Also hier ist praktisch windstill. Nix. Ja, es kann ja sein, dass dieses Sturmfeld von der Südflanke hier ein bisschen zu stark berechnet worden ist. Das ist nix. Also jetzt kommen wieder ein paar Böen rein. Aber wie gesagt, alles völlig normal. Ein stinknormaler Herbststurm. Ohne irgendwie größere Störung. Meine Güte, also irgendwo, da werden bestimmt mal ein paar geschwächte Bäume umfallen oder so. Durch den Regen, die Böden sind aufgeweicht. Ja, da reichen halt, wie gesagt, und es hebt sich kaum schon zu. Wie ich ja am Anfang schon mal irgendwie gesagt habe. Ja, mal gucken. Ja. Ich werde noch mal ein bisschen filmen, dann höre ich schon auf, weil es ist eigentlich sinnlos. Ja, wie da oben kann ich mir schon das 70 Karma vorstellen, weil es liegt da relativ hoch. Und wir hier unten im Tal, naja. Also praktisch hier oben da ja. Ist schon hoch, also bestimmt auch so um die 80, 90 Meter bestimmt von ganz unten. Der Weinberg da, den ich in der Mitte des Videos vor uns mal ein bisschen gefilmt habe, wo ich ja hochgelaufen bin. Aber alles ganz normal hier. Nichts Dramatisches. Kein Tornado oder sonst was. Also naja. Da werden wir dann mal aufhören mit Filmen, wa? Bringt da nichts. Da wärst du da unten wieder zurücklaufen hier.
wie ich jetzt hochgelaufen bin. Und dann das Video muss ich bestimmt auch noch ein bisschen schneiden. Da muss ich ein bisschen was rausnehmen wahrscheinlich wieder. Haufenweise Arbeit. Oh. Aber egal, ist nicht so schlimm. Jetzt geht es hier wieder zurück, ja, wie ich vorhin mal kurz hier lang gelaufen bin. Ich gehe jetzt von hinten wieder in mein Wohngelände rein und dann ist gut hier, weil es bringt nichts hier zu filmen. Da bräuchten wir schon mal so eine andere Hausentürmermasse brennen, um Ton dort. Also das soll wieder nicht gut an für manche Leute, aber egal. Mal gucken, vielleicht kriegen wir dieses Jahr noch mal einen Sturm, einen ordentlichen, weil es passt ja relativ gut in meinen Kanal rein. Weil meine Kanalbeschreibung ist also, ich filme ja Wettererscheinungen, Abbruch, Pyrotechnik, Sprengungen. Na, so steht es bei mir schon drin seit Anfang an. So. So, lass mich mal wieder ein bisschen durchquälen durch dieses Gestrüpp. Könnte rein theoretisch hier drinnen ja noch mal eine Runde rumlaufen. Jetzt mal gucken hier. Jo. Und die habe ich ja am Anfang ja mal ganz kurz gefilmt. Jo. Alles wie gesagt, das ist jetzt auch kein wirklicher Sturm mehr, wenn überhaupt noch stürmische Böen. Das ist nix. So. Oh, das Gestrüpp, das ist ja auch alles eingekracht hier, ey. Das war eigentlich meine Chill-Ecke hier, die habe ich damals gebaut, wo ich noch meine Katze hatte. Na, der ist jetzt auch schon seit 4 Jahren tot. Leider. Na, da bin ich mit ihm halt immer hier hinten immer lang gelaufen. Da habe ich mich hier immer drauf gesetzt. Da war das ja alles ja noch völlig intakt hier. Und da hat er immer rumgeschnuppert, stundenlang hier. Ach, wenn ich das schon wieder sehe, da kriege ich gleich wieder Tränen in die Augen hier. Ey. Scheiße hier. Aber egal. Na. Aber dafür ist er 19 Jahre alt geworden, habe ich ganz vergessen noch zu sagen. Ist eigentlich ein Top-Alter für eine Katze, also ein Kater zumindest. Ja. Könnte ich vielleicht mal mit hochladen, mal die Videos, weil ich habe es teilweise mal ein bisschen gefilmt, aber ich weiß nicht, ob das reinpasst bei mir. So. Hier der Baum, der ist mal vor 2 Jahren umgeflogen. Ja, der war halt auch schon von Anfang an schon kaputt, also seitdem ich eigentlich hier oben wohne, aber irgendwann hat er halt mal nachgegeben. So. Da werde ich jetzt mal auf Stopp drücken hier und dann bedanke ich mich trotzdem die Leute für die, also. Ich bedanke mich an die Leute, die sich das Video vielleicht komplett angeguckt haben, dieses langweilige Sturmvideo Exerwick in Kirk. Ja. Und dann bis zum nächsten Video, irgendwann mal, je nach
dem, was es da anstellt. Und dann sieht man sich halt wieder. Und ciao, ciao.